Hallihallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, stehe ich gerade in meiner Küche. Es geht um das Thema Kochen bzw. Kochen im Opti-Grill. Ich werde euch heute zeigen, wie ich super leckere Maultaschen im Opti-Grill vorbereiten werde. Und zwar mit dieser Backform, die es ja beim Opti-Grill gibt. Ich habe hier diese Maultaschen jetzt, will ich zubereiten. Die habe ich jetzt auch schon einmal vorneweg abgekocht, und zwar in Salzwasser. Habe sie circa eine halbe Stunde kochen lassen. Dann habe ich mir auch eine leckere Bolognese-Soße gemacht. Da habe ich Hackfleisch angebraten und dann habe ich passierte Tomaten, Pizzatomaten hineingemacht zu den angebratenen Hackfleisch. Mit Salz, Pfeffer und Gewürze habe ich dann dazu getan in die Soße. Die ist jetzt auch soweit fertig. Und jetzt geht es dann weiter. Tue ich so circa 2 bis 3 Schöffel da rein. Die Soße in dieser Backform, also hier habe ich jetzt Soße gemacht. Ich tue immer ein bisschen Milch, weil ich finde, dadurch wird die Soße etwas cremiger. Also ich liebe das, keine Ahnung. Habe ich damals von meinem Vater her. Und dann nehme ich mir, wie gesagt, Maultaschen, die ich ja vorbereitet habe. Ich habe sie jetzt abtropfen lassen. Die tue ich jetzt einfach dann da rein in dieser Backform machen. Weil die werden ja bei uns richtig geliebt, diese Maultaschen. Die werden gern gegessen von meinen Kindern und mir. Dazu habe ich mir jetzt auch Mozzarella in Scheiben geschnitten. Die kommen dann immer auf einer Maultasche drauf. Werde ich euch jetzt auch gleich zeigen, wie ich das meine. Ist ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber die schmecken echt bombastisch. Also mein Sohn, der liebt die. So sieht das jetzt aus. So müsst ihr euch das vorstellen. Und ich tue dann halt noch etwas Emmentaler rüberstreuen auf die Maultaschen. So ein bisschen, damit es käsiger wird. Dann decke ich die Maultaschen mit dieser Hackfleischsoße zu, damit halt alles schön überdeckt wird. So. Genau, so. Jetzt ist es fertig. Sonst ist es überdeckt. So. Und ich tue jetzt ein bisschen noch mal minimal, ganz, ganz wenig Milch darüber. Wie gesagt, ich mag es cremig. Das reichte circa für 2 bis 3 Leute, dieses Gericht. So, mal umdrehen, damit es dann auch passt. So, okay, voilà. Jetzt hole ich euch mal ran. So, da seht ihr das? Das sind die Maultaschen. Diese mache ich jetzt zu in diesen Opti-Grill. Wir schalten den ein und betätigen manuell, bis es rot wird, drücken auf OK. Und das Ganze wird jetzt circa 15 bis 20 Minuten in diesen Opti-Grill gebacken. Und danach werde ich euch das Ergebnis zeigen. Oh, inzwischen sind die circa 15 Minuten vergangen. Wir werden das jetzt mal aufmachen.
Und voilà, sieht gut aus. Ich werde die Maultaschen jetzt rausnehmen. Ich habe ja schon geschaut, ob sie fertig sind. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Und erstmal den Opti-Grill ausschalten. So. Und ihr hört, es kocht hier noch. So. Und jetzt werde ich die auf den Teller legen. Also der Käse ist schön geschmolzen. Werde ich hier noch etwas Soße rüber machen. Und so sieht das Ergebnis jetzt aus einmal. Gut, jetzt kommen ja gleich die Kinder aus der Schule und das ist jetzt ein sehr schnelles Mittagessen, das meinen Kindern und mir persönlich auch schmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Achso, ich wollte auch noch erwähnen, man kann die Maultaschen natürlich auch im Backofen zubereiten. Also die tut man dann auch, so wie ich es gesagt habe, abkochen. Also für eine halbe Stunde, so lasse ich sie. So mache ich das jetzt meistens. Dann tue ich halt eine Bolognese-Soße vorbereiten, aber man kann natürlich auch ganz normale Tomatensoße nehmen. Und dann kommen die für eine halbe Stunde circa in den Backofen auf 200 Grad, Ober- und Unterhitze. Und das kann man dann auch alternativ dann machen. Genau. Okay, gut. Das war's dann wieder mit diesem schönen Video oder kurzen Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachprobieren. Und ich wünsche euch auch einen schönen Appetit. Tschüss!